Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Ja, Leute, und damit darf ich euch ganz recht herzlich begrüßen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ihr bei David seid, weil David hat noch Haare. Ihr habt es am Titel schon gelesen. Heute gibt es den perfekten Kopfball im KS Apo Player und auch so eine kleine Vorstellung vom KS Apo Player, weil das ist der neue Kopf aus dem Hause KS. Dem einen oder anderen wird KS bestimmt was sagen. KS Apo, ich glaube, der hat einige geprägt, der KS Apo mit Kamin obendrauf. Und KS ist jetzt auch in die Richtung Funnel gegangen mit dem Player, was ich sehr, sehr nice finde. Bin immer offen für neue Funnel. Ja? Also funneltechnisch kann man mich gefühlt zusprühen und sagen, hier Bruder, nimm, teste. Und ich habe hier zwei schöne Farben, einmal in Blau, einmal in Rot. Ihr seht dann gleich noch einen Kopfbau und ein kleines, ja, vielleicht ein kleines Voice-Over gibt es auch noch. Ganz kurz zum KS Apo Player. Das Ganze ist natürlich wieder eine Kombination aus Ton und Stein. Mit dem könnte man sich verteidigen. Verarbeitungstechnisch sehr, sehr nice. Oben glasiert, an der Seite hat er noch einen Rand für einen Kalaut. Kalaut passt sehr, sehr gut drauf. Perfekt dafür gebaut, ja. Der sitzt hier oben und ihr habt halt noch eine kleine Kante, dass er jetzt nicht unbedingt rumspielen kann. Ansonsten würde eine Nagrani oder andere auch noch drauf passen. Natürlich, ja. Also der Kopf, da sollte eigentlich jeder gängige HMD drauf passen. Ja, bevor wir noch ein bisschen zu ein paar Infos kommen, wie ist der Durchzug und sowas, würde ich sagen, ihr seht jetzt erstmal den Kopfbau. Das Ganze wurde gebaut mit Fumari Purple Grape, den ich euch nächste Woche vorstelle, und noch ein bisschen Cane Mint mit rein, weil ich brauche die Minze, ihr wisst es. Ja, ansonsten seht ihr dann auch noch in dem Voice-Over den blauen, geraucht wird aber mit dem roten. Und die haben noch ganz, ganz andere Farben. Preislich kommen wir dann auch dazu, weil das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay. KS Apo Player steht in Sachen Langlebigkeit und Verarbeitung genauso souverän da wie der Klassiker. Die Apo Tabakköpfe sind bekannt durch ihre unverwechselbare Qualität und ihr zeitloses Design. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tabakköpfen ist der Apo handgemacht und hat keine Hohlräume, somit ist er zu 100% feuerbeständig. Der KS Apo Tabakkopf ist ein reines Naturprodukt und besteht aus einer speziellen Ton-Stein-Formel. Ein innovatives Hochtemperaturherstellungsverfahren vereint beste Funktionalität mit überragender Qualität. Der massive Steinkopf speichert die Wärme und hat optimale Hitzeverteilung. Dadurch wird der Tabak gleichmäßig erhitzt und der Tabakgeschmack kann sich gleichmäßig entfalten. Der KS Apo Player ist handgemacht und wird in Deutschland hergestellt. So Leute, Kopfbau habt ihr gesehen. Ich habe das Ganze relativ fluffig gebaut, ein bisschen angetupft, damit das Ganze nicht komplett übersteht. Ihr könnt den Kopf eigentlich in zwei oder drei verschiedenen Varianten bauen. Entweder sagt ihr, okay, ich baue hier einen schönen Rand drüber, ja, ich mache mir eine kleine Burg und setze dann den Kalaut drauf. Ihr könnt das Ganze auf guten Noppenkontakt rauchen, ihr könnt das Ganze auch auf Abstand rauchen. Und natürlich würde das Ganze auch funktionieren mit Alufolie. Dadurch, dass es hier oben nicht so glasiert ist, ich rauche die Funnels gefühlt nie mit Alufolie, aber dadurch, dass ihr hier oben diesen kleinen Steinrand habt, sage ich mal, könnt ihr das, denke ich, sehr, sehr schön mit der Alu umspannen. Rundlochung, Sieb oben drauf, drei Kohlen und dann sollte das Ganze auch sehr, sehr gut laufen. Ansonsten die Höhe, ich blende es mal ein, der ist nicht sehr hoch. Was dem einen oder anderen gefällt oder dem einen oder anderen auch nicht, ich finde es eigentlich cool. Ja? So. Von der Hitze her könnte man sagen, ist ja jetzt nicht so viel Abstand zur Kohle und sowas. Ihr könnt den, klar, die Kohlen liegen jetzt nicht eine halbe Stunde drauf, aber ich kann euch versichern, ich habe jetzt hier bestimmt schon mit den Köpfen 20, 25 weggeraucht. Unten merkt ihr gar nichts. Natürlich, je höher ihr geht, je höher ihr an diese Glasur hier oben oder an diese Lasur oben rankommt, da wird es natürlich warm. Ne? Heiß wird es hier nicht. Ihr könnt den ganz normal abnehmen. Also da braucht ihr euch eigentlich keine Gedanken machen, dass das irgendwie hitzetechnisch ein bisschen schwierig werden könnte. Ich nehme, wenn der Kopf durch ist, die Kohle raus und dann den Kopf runter. Aber das macht ja am Ende des Tages jeder selbst. Ansonsten, wie sieht es aus performance-technisch, hitzetechnisch? Wie lässt sich das Ganze denn rauchen im KS Apo Player? Beans.
durchzugstechnisch, anzugstechnisch, hitzetechnisch, kann der mit allen, meiner Meinung nach, mit allen gängigen Funnelköpfen absolut konkurrieren. Ich habe hier noch nie gehabt, dass es irgendwie zu heiß geworden ist durch den Stein oder sowas. Hitze geht komplett schön durch den Tabak, Kopf läuft super, Durchzug ist super, Anzug ist super. Das Funnelloch an sich finde ich auch sehr, sehr gut getroffen, ist nicht zu groß, ist nicht zu klein. Wobei ich persönlich sagen muss, selbst wenn das Loch ein bisschen kleiner wäre, ja, spüre ich jetzt nicht so exzessiv einen Unterschied, da ich sage, ich habe hier gar keinen Durchzug. Also das kann ich hier euch sagen, verarbeitungstechnisch 1+, hier sind keine komischen Risse drin, Bluten habe ich jetzt gar nicht, wie gesagt, jeder Kopf hat hier mindestens 10, 15 Köpfe ungefähr schon gesehen. Vielleicht blutet er irgendwann, kann ich euch nicht sagen. Im Voice-Over habe ich aber, glaube ich, gesagt, dass der, wie haben die das beschrieben, der ist vollgebrannt. Natürlich handmade in Germany, im Gegensatz zu herkömmlichen Nabberköpfen ist der Apo handgemacht und hat keine Hohlräume. Somit ist er zu 100% feuerbeständig. Da ist die Frage, blutet er überhaupt irgendwann? Ja. Am Ende des Tages ist es aber auch egal, ob der blutet oder nicht. Ich kann hier einfach nur sagen, verarbeitungstechnisch top. Und preislich ist es halt auch noch so eine Sache. Der Kopf liegt bei 17,95 €. Handmade in Germany. Und das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ne? Also für 17,95 € in dieser Qualität, handmade in Germany, könnt ihr hier meiner Meinung nach gar nichts falsch machen. Und die haben auch sehr, sehr nice Farben. Ich habe jetzt hier blau und rot. Ich glaube, wenn mich alles täuscht, haben die um die 8 Farben. Es kann sein, dass da auch noch mehr kommt. Ich finde den sehr gut. Ne? Ich rauche sehr, sehr gerne mit dem Kopf in letzter Zeit. Und für 17,95 € kann man wirklich nichts falsch machen. Und wie gesagt, rauchtechnisch, durchzugstechnisch können wir ja wirklich nicht meckern. Ja, lässt sich einfach wunderbar rauchen. Da bin ich mal auf euer Feedback gespannt, Freunde. Was sagt ihr zu dem Kopf? Ist er euch zu klein? Ist er euch zu groß? Findet ihr es preistechnisch mega nice? Findet ihr den schön? Findet ihr den hässlich? Was sagt ihr dazu? Sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde ihn einfach schön. Schöner, kleiner Kopf. Ach so, was reinpasst, habe ich jetzt natürlich gar nicht abgewogen für euch. Da schnippelt sich mir vielleicht ein paar Infos aus David sein Video. Ich würde pauschal sagen, du liegst ja vielleicht bei 15 Gramm. Das wird jetzt hier aber eingeblendet sein. Wenn da jetzt 30 steht, geht natürlich ein Rip an mich raus. Aber ich denke, du fährst hier mit 15 Gramm wirklich gut. Je nachdem, wie du baust. Ja, wenn du fluffig baust, verbrauchst du ein bisschen weniger. Wenn du ein bisschen Bust-Have oder irgendwie sowas rauchst, dann haust du vielleicht ein bisschen mehr rein. Aber ich würde pauschal jetzt sagen, 15, das was hier steht, das passt ungefähr rein. Also da könnt ihr euch so ungefähr orientieren. Aber ich denke mal so, alles zwischen 15 und 20 Gramm ist ja mittlerweile normal geworden. Ja, dann war es das eigentlich auch schon, Freunde. Checkt sehr, sehr gerne mal ab. KS Apo Player 17,95 € ist definitiv eine Ansage für die Qualität. Sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche zum Fubari Review. Und ich weiß nicht, vielleicht bekommt ihr auch dann noch ein Video. Big News. Das dauert aber noch ein bisschen. Also, ich wünsche euch einen guten Rauch, Freunde. Bis nächste Woche. Haut rein, euer Schmidti. Peace.